Hallo, meine Hübschen, und willkommen zurück zu Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part mit Michael und seinen Freunden, wollte ich beinahe sagen, aber nein, das stimmt nicht so ganz, ne? Wir haben nur so Halbfreunde mit Rod und, ja, dem Jäger Hank, hm. ja, nee, als Freunde kann man die nicht wirklich bezeichnen. Aber zumindest stehen wir hier in einer wunderbar anmutenden, dystopischen, apokalyptischen Welt. Und wir versuchen das Beste, uns hier durchzuschlagen. Nicht zuletzt dank euch. Einmal mehr vielen Dank für eure Anregungen, Kommentare. Auch wenn es gleich mal wieder aufs Maul gab von Candy. Dankeschön. Nur weil ich mir mal 24 Stunden lang keinen Kommentar merken kann, musst du doch nicht gleich so nachtreten, ne? Ich glaube, das habe ich nicht verdient. <laughs> Nein, ich feige es nur. Wir kennen uns schon ein bisschen, ne? Ähm, dieses Mal könnte es wieder so sein, denn die Kommentare habe ich vor zwei Tagen gelesen. Das heißt... Schauen wir mal, ne? Aber ich werde versuchen, eure Anregungen und eure Denkanstöße abzuarbeiten. Deshalb würde ich sagen, genug gesagt. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert. So. Ähm, ich lege mal weiter los. Und euch wünsche ich mir immer viel Spaß dabei. So, und zwar. Wir hatten ja beim letzten Mal, genau, wir hatten ein zerbrochenes Metallschild gefunden. Oder uns organisiert. Ähm, das ein, ganz wichtig. Ein. What? Hier, bleib hier. Einen behauenen Stein, auf dem angeblich ein Löwenkopf äh, über Flammen äh, schwebt. Ja, aber das habt auch ihr nicht gesehen, das finde ich gut. Wir haben rostige Nägel, kann man auch immer gebrauchen. Einen Sitzbezug, ein Gummiband und ich glaube dieses Poster hatten wir noch gefunden. Ja. Hm. Hilft mir jetzt eigentlich per se momentan mal nicht weiter, aber wie gesagt, ihr habt mir ein paar Denkanstöße gegeben und ich würde sagen, die werde ich jetzt abarbeiten. Und zwar Nummer 1. Was fällt mir denn jetzt als erstes ein? Von Melanie. Dein Kommentar, genau. Ähm, du meintest, dass man vielleicht dieses Gestrüpp im Park, wir werden da jetzt mal hingehen, vielleicht mit dem zerbrochenen Metallschild beseitigen kann. Ich glaube es zwar nicht. Oh, jetzt habe ich sie auch gesehen. Hier, die Ratte. Ja, Skira. Auch Captain Adlerauge, so wie Candy. Die hätte ich nie und nimmer gesehen, die Ratte. Kann ich da was machen? Was mal der Eingang zu einer U-Bahn-Station war, ist jetzt ein mit Stein und Beton verstärkter Bunker. Auf dem abgenutzten Schild steht: U-Bahn-Verbindungen sind bis auf Weiteres stillgelegt. Ich nehme an, die Tunnel wurden nach der großen Welle geflutet oder zerstört. Moment mal, welches Schild denn bitte schön? <laughs> ja, daran wurde wohl nicht gedacht, ne? Liebe Entwickler. Ähm, naja, ist ja auch egal. Aber ich kann hier nichts machen. Hm, schade. Wobei, vielleicht kann ich mit dem Brecheisen da ein bisschen rumstochern. Ein Brecheisen gegen Stein und Zement? Das sieht nach einem aussichtslosen Kampf aus. Ja, danke schön. Dann halt nett. Okay, aber jetzt erstmal zum Park. So, denn Melanie, du meintest, dass man vielleicht eben dieses Gestrüpp mit äh, dem scharfen Metallschild irgendwie wegbringen, wegkriegen könnte. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wie gesagt, eure Vorschläge nehme ich mir natürlich zu Herzen und versuche die dann auch umzusetzen. Ach ja, diese Atmosphäre hier, guck mal. Sonnenschein, ein paar Vögelchen zwitschern. Ach, hier nee, sind keine Vögel, sind äh, egal. Okay, also kaputtes Metallschild gegen eine Mauer aus Bäumen und Büschen. Ich brauche etwas, das besser schneidet, um mir einen Weg durch diese Vegetation zu bahnen. Nun gut, das hat leider nicht funktioniert, Melanie. Aber die Idee fand ich trotzdem ganz gut. So, jetzt muss ich kurz in meinem äh... <laughs> In meinem verkalkten Gehirn rumkramen um die anderen zwei Kommentare. Und zwar von Skira, du hattest ziemlich viel geschrieben sogar. Und Candy, du hattest auch zwei Vorschläge. Boah. Ah, Candy, Candy, was hattest du nochmal geschrieben? Oh Gott, es gibt wieder, das gibt wieder Mecker hier. Es tut mir leid. Moment, was hattest du denn geschrieben? Ach doch, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Dazu muss ich ins Lager zurück. Dazu muss ich ins Lager zurück. Und zwar, Candy. Zum einen hattest du gemeint, uh, ich bin zu weit. Moment mal. Ich bin zu weit. Nein, 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 nein. Das kennen wir doch schon. Tausendmal und so. Tausendmal gesehen. Nix ist geschehen. So. Und zwar meintest du, dass ich vielleicht das Motorrad einfach nur mal ansehen kann, ob er dazu irgendwas sagt in Sachen Klinik. Wir bräuchten ja ein autorisiertes. God damn it. <laughs> Wir bräuchten ja ein autorisiertes äh, Fahrzeug. Die Farbe von Sitz und Gestell deuten darauf hin, dass es armee ist. Und auch die Tatsache, dass die Soldaten am Tor darauf aufpassen. Sie lassen nie ihre Augen davon. Mhm. Mm okay. Also explizit wurde jetzt nichts gesagt zur Klinik. Aber Armee-dingens. Man, eigentlich müsste es ja ein autorisiertes Fahrzeug sein. Hm. Aber ich kann es halt nicht nehmen. Und wie denke ich? Moment. Ich mir kommt da gerade eine ganz blöde Idee. Brecheisen. Nein, nicht nicht aufs Motorrad, aber ja gut, es sind halt drei, ne? Und alle drei sind bewaffnet. Hm. Die Soldaten angreifen? <laughs> ja, das wäre eine gute Methode, Selbstmord zu begehen. Ich merke es mir mal für später. <laughs> finde ich gut. <laughs> Man sollte keine Möglichkeit außer Acht lassen. Okay, gut. Na, dann eben nicht. So, okay. Also Motorrad finde ich jetzt momentan nichts äh, hilfreiches dahingehend. Aber du hattest den... Meiner Meinung nach extrem guten Vorschlag gebracht, denn hier, der Wohnwagen, da war nämlich was. Hätte ich schon völlig vergessen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir waren ja oder wir hatten versucht, vor dem Park in die Kanalisation zu steigen und da meinte so, äh, es ist so dunkel, ich kann hier keine Millimeter mehr sehen und ich will, ich traue mich da nicht drunter. Ja, wir, wir haben hier eine Lichtquelle. Kennt ihr, also der Vorschlag war, glaube ich, echt top und wir versuchen, die jetzt mal zu nehmen. Ich werde die Öllampe nicht löschen. Dieser Ort wirkt schon mit Licht finster genug. Ja, aber hier braucht es kein Licht. Colin und Rod und seine Frau sind hier in diesem kleinen Raum. Und hier ist niemand. Hier ist nichts. Wofür? Warum? Weshalb? Oh Mann, schade, Candy. Ich fand die Idee sehr, 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 sehr gut. Okay, das hat auch nicht geklappt. Äh, ähm, dann werde ich jetzt noch eine eigene Theorie testen. Beziehungsweise, ähm, ja, was heißt Theorie? Aber ich möchte kurz mal was gucken. Denn, genau, hier waren nämlich Fässer. Hier waren Kabel. Und ich glaube immer noch, dass wir hier irgendwie die, die Stromversorgung kappen müssen. Und, ähm, ich dachte mir mal so, wahrscheinlich wird das nicht funktionieren mit dem Brecheisen. Ähm, das Fass hier. Ich glaube, er hat versucht, mein, nee, jetzt versuche ich jetzt nochmal, das Fass anzuheben. Das ging nämlich nicht, ne? Los, Michael, versuch's nochmal. Okay, dann mal los. Es ist unmöglich, diese Fässer auch nur ein kleines Stück zu bewegen. Genau. Ich weiß nicht, was sie enthalten, aber was auch immer es ist, es wiegt Tonnen. Mhm. Ähm, einfach nur Versuch macht klug und so, ne? Wozu? Ich würde die Fässer nur etwas verbeulen. Na ja, 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 okay, okay. Ja, und wie sieht es mit den Nägeln aus? Ich meine, okay, ich habe jetzt keinen Hammer oder so. Aber könnte ich vielleicht ein paar kleine Löcher ähm, in das Fass irgendwie, ähm, wisst ihr was ich meine? Oder was ich möchte? Dass halt die Flüssigkeit ausläuft, was auch immer da drin sein sollte. Wie soll das gehen? Ja. Äh, muss ich dir denn alles sagen? <laughs> Kannst du nicht mal ein bisschen was selbst machen? Ja, schade, auch das scheint nicht zu funktionieren. Okay, schade. Dann äh, zurück in die Stadt. Aber jetzt äh, zackig. So. Okay, dann habe ich jetzt auch Candice, also deine Vorschläge abgearbeitet und jetzt noch Skira. Du hast zum einen die Ratte erwähnt beim U-Bahn-Schacht, okay, aber da konnten wir nichts machen. Aber du hast auch eine, ähm, du hattest auch eine Idee, die ich sehr sehr cool fand. Und zwar haben wir versucht hier das letzte Mal dieses Kellerfenster ähm, zu öffnen in Anführungszeichen mit dem Brecheisen. Und da meinte Michael, das wäre zu laut. Ja und dann äh, Skira, du meintest, dass wir vielleicht diesen Sitzbezug als Quasi Dämpfung äh, verwenden könnten. Ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich funktionieren könnte. Dieser Stoff passt perfekt zur Größe des Fensters. Ja, krass. Tatsache. Da hast du doch in der Komplettlösung gespickt. <laughs> Erzähl mir nichts. Nein, äh, wenn man ein bisschen nachdenkt, macht das eigentlich sogar äh, Sinn. Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass wir jetzt mit dem äh, Brecheisen. Schauen wir mal. Okay, versuchen wir das mal. Wollen wir mal hoffen, dass der Sitzbezug das Geräusch des zerbrechenden Glases abdämpft. Wenn mich die Soldaten erwischen, die da um die Ecke postiert sind, würden sie mir den Kopf wegblasen, ohne Fragen zu stellen. Du hast es geschafft. Danke, danke. Ich bin gerettet. Möge Gott dich segnen, Fremder. Du hast mir das Leben gerettet. Pass auf dich auf, alter Mann. Und ich muss es dir ja nicht sagen, aber mach Fremden nicht die Tür auf. Naja, das muss er ja auch gar nicht. Ich meine, ne? In dem Fall müsste man sagen, mach ihm bitte nicht das Kellerfenster auf. Äh, ja, okay, also Skira, top, hat funktioniert, vielen Dank. Aber ich frage mich jetzt schon, also, ich meine, da kann halt auch jeder uns, ne? Haben wir irgendwas zum Abdecken? das Gummiband. Äh, nö, ich glaube, wir müssen auch nichts abdecken. Ja, okay. Gut, also was lernen wir daraus, liebe Kinder? Äh, Gewalt ist immer eine Lösung. Ähm, hier kann ich ja nichts mehr machen. Okay. Ja, was habe ich jetzt davon? Dass ich dem geholfen habe. Besseres Gewissen. Oh, Moment. Huh. Oh, der Bolzenschneider! das ist der Bolzenschneider, den der alte Mann kaum halten konnte. Wenn er in Sicherheit ist, wird er ihn wohl nicht mehr brauchen. Hm. Nom, 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 nom. Bolzenschneider. Ja, aber wofür? Okay, lass mich mal kurz überlegen. Ähm, das Gestrüpp im Park eher nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Also mit einem Bolzenschneider, hm, puh. ja, hm. Also theoretisch, ja, wenn man äh, jedes Ästchen einzeln und wenn es nicht zu. Äh, ja, hm. Ob ich das überhaupt versuchen soll? Ach komm, ja, wir versuchen alles. Es ist ein Point-and-Click-Adventure und in vielen Point-and-Click-Adventures ist alles möglich. Das haben wir schon gelernt. Deshalb. Nur um das, ne? Nicht, dass hinterher jemand sagt, ey, du hast das nicht versucht. Ich versuch's. Wenn es auch noch so <laughs> sinnlos ist, eigentlich. Schauen wir mal. Ah ja, stimmt, ich muss da immer wieder noch extra reingehen. Ach, fallende Blätter. Erinnert mich ein bisschen an Herbst. Also nur die Blätter, <laughs> der Rest jetzt nicht so unbedingt. Ich mag den Herbst. So, schauen wir mal. Mal sehen, was auf der anderen Seite der Hecke ist. Ach nee, das geht echt. Ja, wie? Echt? Ja, Was? Huh? Nein, bitte. Diese Vision... Oh, mein Kopf! Ihr werdet nichts von ihm bekommen. Ich werde es nicht zulassen, hört ihr? Michael, bist du das? Gott sei Dank haben wir dich gefunden. Ich bin es, Chris. Erkennst du mich nicht? Aber es gibt eine Lösung, Michael. Es ist nicht alles verloren. Rettung ist noch möglich für uns. Erlösung für jeden Einzelnen von uns. Mike, du musst aufhören. Ich kann nicht. Es zerstört uns. Siehst du das nicht? Es bringt uns um. Es ist der Dämon in mir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Diese Visionen werden immer stärker. Der Schmerz ist unerträglich. Er ist Chris. Rettung ist noch möglich, hat er gesagt. Kann das wahr sein? Und wieder diese Frauenstimme, die mich verfolgt, seit ich aufgewacht bin. Wer ist das? Warum klingt sie so besorgt? Was zur Hölle ist mit uns passiert? Oder wird uns noch passieren? Holy shit! Okay. Ähm. Da ist wieder diese Erscheinung. Äh, nein, 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 also dass du da jetzt extra zurückgehst. Äh, okay, Moment, mal, ich bin irritiert. Also erstens, ich hätte jetzt wirklich nicht erwartet, dass das mit dem Bolzenschneider funktioniert. Ich meine, wie gesagt, ja, kriegst du schon viel weg mit und viel auf, aber... Hm. Und dann die Vision jetzt. Also ich weiß... Selina, Selina, du... <laughs> Selina, du warst das, glaube ich. Du hast mal gesagt, dass das Ganze vielleicht irgendwie mit Zeitsprüngen und so, der, und so zu tun hat. Also Zeitreisen so ein bisschen. Ähm, allein schon diese Uhr, die da stehen blieb, also wo der Sekundenzeiger wohl stehen blieb und nicht mehr weit, oder sogar kurz rückwärts lief, das würde schon darauf deuten. Und auch jetzt hier generell die Vision, also die Frau, also ich tippe jetzt schon mittlerweile darauf, dass das wirklich seine Frau ist, also Michaels Frau. Und hier die Flasche, von wegen, ähm, er möge damit aufhören, also wir mögen damit aufhören, weil das alles zerstört. Und er meint, ja, er kann nicht hier, hier wäre von, von diesem Dämon besessen. Also in Verbindung mit der Flasche klingt das sehr nach einem Alkoholproblem, ne? Und dass dadurch vielleicht seine Familie auch äh, kaputt gegangen ist. Also die Ehe gescheitert und keine Ahnung, vielleicht waren auch Kinder da. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm, sehr interessant. Nein, 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 nein. So, okay. Ja, cool, wir sind hier. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Bolz Ja, aber okay. Ich habe nichts gesagt. Ähm, Blick auf die Klinik. Ach, wir sind jetzt. Ah, okay. Von hier aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die Klinik. Um genau zu sein, ist der Teil, der von der Straße aus zu sehen ist, nur ein kleiner Teil der Anlage. Der Bewuchs verbirgt den größten Teil. Okay, ja, und wo kommen wir jetzt hier hin? Ist hier noch irgendwas? Liegt hier was? Nee, ne? Wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, oh und der Strom stehen da Oh, ha! Oha, äh, hm. Ähm. Aber auch hier wieder so cool mit, so, mit nur so einem Bildausschnitt. Ich, ich mag das total. Das Einzige, was ich jetzt mal bekritteln muss, ist wirklich die die Tonabmischung in den Zwischensequenzen. Ähm, ich hab. In der letzten habe ich versucht, die Stimme dann äh, hinterher über, über Audacity äh, die Stimme zu verstärken, also von Michael. Das wird in dem Fall aber jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ja äh, das Ganze mit Musik unterlegt ist und wenn ich das verstärken würde, dann wird die Musik lauter, zwar die Stimme auch, aber. Dann reißt er euch wahrscheinlich das Trommelfell. Ich muss da echt mal gucken. Vielleicht kann ich es ein bisschen. Schauen wir mal. Äh, ja. Mehr von dem Stacheldraht, der scheinbar alle Gebäude der Stadt ziert. Ich höre ein leichtes Brummen. Ein sicheres Zeichen, dass er unter Strom steht. Ja, dann! Ich wär's so, so cool, wenn das ginge. Das geht so selten in Adventures. Ich meine, so ganz früh in den 90ern hier diese mit, mit, mit äh, FMV-Dinger. Da hat das ja, also Full-Motion-Video, oder? Ist das, ist das die Abkürzung? Ich bin gerade völlig irritiert. Äh, da konnte man ja oft äh, Dinge machen, bei denen man dann auch so richtig fehlen konnte und das Spiel ganz beendet wurde und bla bla. Aber hier, glaube ich, funktioniert das nicht. Obwohl der Bolzenschneider so stumpf ist, glaube ich, dass er den Draht durchschneiden könnte. Aber er scheint unter Strom zu stehen. Tausende Volt fließen dadurch. Ich würde mich innerhalb von Sekunden selber beraten. Naja. <laughs> Gut durch. Ähm. Tja. Ich glaube, hier kann ich aber sonst nichts machen, ne? Ich kann nur wieder zurückgehen. Kann ich. Ja, wobei. Nee, das war auch schon passiert in dem Spiel, dass dann noch was kam, wenn man weit genug nach rechts oder links. Äh, nee. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, das heißt, wir müssen irgendwie den Strom abstellen. wobei ich ja nicht glaube, dass das Stromkabel im Lager bis hierhin, also dass das alles über eine Leitung läuft, das wäre ein bisschen. Ähm oh Moment mal, Lager mit Fässern. Hm. Diese Bäume und Büsche verbergen Anlagen, in denen Hunderte und Aberhunderte Fässer gelagert werden, was auch immer da drin ist. Es müssen Tausende Galonen davon sein. Schon wieder diese Anspielung. Was, was kann was was ist da drin? Treibstoff? Hm. Okay, ich glaube, sonst war hier aber nichts. Ne. Okay. Oder? Ne. Ne. Nee. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Bevor die Mission wieder einsetzt. So, das hatten wir ja schon. Okay. Dann wieder raus hier. Ja, cool. Immerhin. Ach, Moment. Wir haben ja noch was zu machen. Das fällt mir jetzt erst ein. Aber warum müssen wir dann... Hm. Äh, nee, okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt mal zu Reverend Blake, denn wir haben ihm ja noch was zu übergeben. Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. So. Und zwar hier deinen Behornenstein mit dem Löwenkopf und den Flammen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Der Kopf des Löwen über den Flammen. Ich glaube, das gehört dir. Der Kopf des Löwen. Der Kopf des Löwen über den Flammen. Die Ruinen des Tempels stehen noch. Erlösung ist noch möglich. Wir können es verhindern. Wir können es noch verhindern. Verstehst du nicht? Die Auslöschung der Zeit. Der Zorn Gottes für unsere Arroganz. Oh. Ich muss zu den Ruinen des Tempels zurückkehren. Ich muss zu den Ruinen des Tempels zurückkehren. Warte doch. Tja, es gibt keinen Zweifel. Der Mann ist komplett wahnsinnig. Also, ich, ich verstehe es echt nicht, warum sie es geschafft haben. Ähm, oh Mann, also, das nervt mich mittlerweile tatsächlich ein bisschen. Ähm, wie sie es geschafft haben. Die Synchro so gut hinzukriegen, aber die, die, die Tonabmischung in den Zwischensequenzen so derart zu versauen, eigentlich. Das äh, wundert mich echt. Ja, okay. Ähm, Reverend Blake ist auf dem Weg zu den Ruinen des Tempels. Ähm, wo auch immer er sie vermutet. Und ich muss aber trotzdem mittlerweile sagen, ich glaube gar nicht mehr, dass er so verrückt ist. Ja Hier von wegen Auslöschung der Zeit. Ähm, und wenn ihr euch erinnert, als Michael hinabstieg zu diesen behauenen Steinen, meinte er noch. Gott Dang it. <laughs> Meint er noch, dass hier wohl mal ein Gebäude stand, das halt ähm, versunken ist? Wer weiß, wer weiß, was dieser Priester bzw. Reverend, was der äh, weiß, was wir nicht wissen? Hm. Okay, auf jeden Fall ist er jetzt rausgerannt. Und ich hab's gesehen in der Zwischensequenz, er hat was fallen lassen. Und zwar sein Stock, wollte ich sagen. Ja, kreuzförmiger Stock. Als Reverend Blake rausrannte, hat er dieses seltsame, improvisierte Kreuz fallen lassen. Großer Gott. Der Mann scheint absolut besessen zu sein. Gut, aber offenbar können wir das mitnehmen. Schauen wir mal. Kreuzförmiger Stock. Hm. Okay, gehen wir mal raus. Äh, puh. So, jetzt bin ich eigentlich schon wieder so ziemlich am Ende mit meinem Latein. Ah, nee, 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 Moment. Wir könnten noch mal versuchen, äh, ins Lager zurückzugehen. Und zwar meinte ich ja hier m, vor puh, 15 Minuten, dass wir hier vielleicht. Das Kabel kappen könnten, müssten, dürften. Wobei ist auch hier die Frage, Strom? Bolzenschneider? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne mich da nicht aus, gebe ja auch zu. Kann ich vielleicht. Komme ich da vielleicht ran? Oh, 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 was passiert, was? Das Kabel hängt zu weit oben. Mäh. Von hier aus werde ich es nicht zerschneiden können. Schade. <laughs> Schade. Aber die Idee war wohl gar nicht so blöd. Nur kommen wir halt nicht ran. Kann ich das vielleicht als Bumerang verwenden und damit durch also so so, so äh, Dings-Style? Batterang? <laughs> das Kabel ist zu hoch. Von hier aus komme ich nicht ran. Ja, wir halt die Dinger. Schade. Kann ich mich bei meinen zwei besten Freunden ähm zu schaffen machen? Oh, Moment mal. Hier, das sind nur zwei. Und ich habe den Überraschungseffekt. Hier. Kollegen, Besser nicht. Die sind mir 2 zu 1 überlegen. Oh mein Gott. Ohne erst deutlich im Vorteil zu sein, greife ich die ganz sicher nicht an. Hallo, du hast ein Brecheisen, Michael. Du ziehst dem einen das Brecheisen im den Kopf, der andere weiß noch gar nicht, was passiert ist, und dann halt ein zweiter Schlag und BÄM. Okay, gut, spricht, spricht sich wahrscheinlich einfacher, als es dann zu machen ist. Außerdem, ich bin ja gegen Gewalt. <laughs> also vor allem in Videospielen. <laughs> okay. Bolzenschneider-Generator wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder Michael? Oder einfach nur demolieren mit dem Brecher ist und dann halt weglaufen. Das wäre die, das wär die jetzt so cool. Einfach draufknüppeln und dann Fersengeld gewinnen. Der ist verflucht wertvoll. Ich glaube nicht, dass die Schläger es lustig fänden, wenn ich den in Stücke schlage. Äh, das mag sein, aber ich es lustig. <laughs> Schade. Schade. Der Bolzenschneider ist ziemlich abgenutzt. Ich werde keine Energie darauf verschwenden, ihn ohne guten Grund einzusetzen. Ja, ja, aber eine Mauer aus Gestrüpp und Büschen, ne, das kriegst du mit dem Bolzenschneider weg. Und äh, einen Zaun kannst du auch noch durchschneiden, mit, obwohl er extrem stumpf ist. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Macht Sinn. Moment mal, vielleicht sind Nägel hier eine Währung. Ich weiß es ja nicht. Diese Schläger verlangen Geld von mir im Tausch dafür, mich in den Van zu lassen. Ja, gut, okay, Nägel sind wohl keine Währung. Dann halt nicht. Ähm. Pff, ja. Boah, I don't know. Ich glaube, <laughs> ihr seid schon wieder gefragt. Äh... Moment, was habe ich denn hier noch? Das Gummiband. Wo könnte ich denn das einsetzen? Lass mich... Wo könnte ich das... War da irgend, war irgendwas, was wir festhalten müssten oder so? Ich meine, wird ja gerne mal verwendet, um einen Generator zum Beispiel zu reparieren. Ja, in, also in Adventures. Aber der Generator läuft ja. Also da ist hier nichts kaputt. So als quasi Riemenersatz und so, ne? Aber... In dem Fall, nee, hm. Ach, Moment mal. Nee, oder? Mal sehen. Oh? Ich habe gerade eine primitive, selbstgebastelte Schleuder gebaut. Aha. Aha. Eine starke, selbstgebaute Schleuder. Und ich weiß nicht, ob es Intuition ist oder das bisschen, was von meinem Gedächtnis noch übrig sein mag. Aber ich habe den Verdacht, dass ich als Kind mit den Dingern furchtbar ungeschickt war. Mhm. Moment mal, hier bei dieser Vision war da nicht immer, Kann da nicht immer ein Stein angekullert? Ich glaube, ich will jetzt mal kurz warten. Jetzt wahrscheinlich muss ich zehn Minuten warten, bis die ausgelöst wird. Ich mache jetzt mal gar nichts. So jetzt mal hier, Finger weg, Hand weg von der Maus. Mal kurz einen Schluck Kaffee getrunken. Ach. Na? Heute noch? Normalerweise stehe ich hier fünf Sekunden rum und es kommt sofort die Vision. Hallo! Und, wie geht's euch so? <laughs> habt, ihr, habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Das meine ich jetzt ernst, also das frage ich jetzt tatsächlich. Ähm, würde mich mal interessieren, ob ihr ein schönes Wochenende gehabt habt. Ich hoffe es natürlich. Okay, hier passiert gar nichts. Super, es ist echt, es ist der Klassiker. Wahnsinn. Ähm, oder nee, Moment mal, stand ich hier falsch, kann das sein? Nee, Quatsch, hier kam doch die ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da kam Steine. aber die Aussage jetzt von wegen als Kind ähm wir haben ja auch gar keine Steine. Kann ich die Nägel verwenden? Kann man mit einer Steinschleuder? Naja, theoretisch ja, ne? Sie könnten das perfekte Geschoss sein. Aber diese Nägel würden nur das Gummiband kaputt machen. Abgesehen davon <laughs> habe ich das Gefühl, dass ich nicht <laughs> besonders gut mit dem Ding umgehen kann. Ach so, ja gut. Ähm. Das soll ja wahrscheinlich auch irgendeine Art Hinweis sein, oder? Also, er kann wohl mit dem Ding gar nicht umgehen. Gewehre gegen Schleuder. Das wäre ein ziemlich ungleicher Kampf. Ja, aber ich fände es amüsant. Moment, vielleicht auf das Motorrad, aber wie gesagt, wir haben ja auch gar keine nein, 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 nein. Wir haben ja auch gar keine Steine, ne? Ich merke gerade, ich klinge irgendwie nasal, ne? Also, tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Hm. Das bringt leider nichts. Ja, aber was mache ich denn mit Ja, auf die auf das Stromkabel mit der erstens, wie gesagt, wir haben keine Steine und zweitens können wir offenbar nicht gut zielen damit. Ach, Moment mal. Moment mal, ähm äh, äh hier Boah, ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber hier, die zwei Kinder, sind die noch irgendwo unterwegs? Gibt's die noch? Sind die noch irgendwo? Okay, die Mutter, ja, die, die qualen immer noch. Die qualen schon seit 30 Stunden an derselben Zigarette. Find ich super. Ähm, gibt's irgendeinen neuen... Hast du mir mitgebracht, was du versprochen hast, Ratte? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite daran. Dann geh mir aus den Augen und lass es mich nicht bereuen, dir das Armband gegeben zu haben. Komm nicht ohne das Morphium für meinen Mann wieder. Wie ich gesagt habe. Ein ordentlicher Batzen Geld wird auf dich warten. Ja, ich weiß. Achso, ja, stimmt. Ah, das hatte ich schon ganz vergessen. Also nicht das Morphium, sondern dass wir ja offenbar auch Geld dafür bekommen. Mit dem Geld werden wir uns dann wahrscheinlich ein, in Anführungszeichen, Schäferstündchen, bei Rose kaufen können. Wir wollen ja nur reden mit dir. Und hier waren doch die Kinder im Hinterhof, oder? Ach, die sind immer noch da! Sehr gut. Und die haben, ja, stimmt, hier Steine. N nein. Oh, verdammt, nicht schon wieder. Ja, genau, nicht schon wieder. Nicht jetzt. Ich werde die nicht aufheben. Hä? Ich bin mir sicher, dass die Jungs eine ganze Weile gebraucht haben, um sie für ihre Zielübungen zu sammeln. Abgesehen davon wette ich, dass ich schlechter treffe als sie. Ach, müssen wir ihnen die Zwille geben? Mal gucken. Hallo, Michael. Hallo, Jungs. Wir haben Mama aus dem Haus gelockt. Wo ist jetzt unsere Belohnung? Wollten die, Be wollten die eine Belohnung? Echt? Ich weiß es <laughs> gar nicht mehr. Äh. Ah, okay. Ja, cool. Ja, ich glaube, ich habe etwas, das euch gefallen wird. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Das sind nur Kinder. Und es könnte richtig Ärger geben. Ich weiß genau, wofür sie sie benutzen werden. Aber ihre Treffsicherheit ist beeindruckend. Und etwas Unruhe am Lagerzaun wäre für alle eine gute Sache. Hm. Abgesehen davon wollen sie etwas für ihren Vater tun. Und diese bewaffneten Schweine verdienen eine Lektion. Was ist es denn, Michael? Sag schon, was ist es? Moment mal, warum habe ich hier die Auswahl, dass es wohl doch das falsche? Ich will jetzt nicht die beiden da ins Verderben stürzen. Nur um irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ans Motorrad zu kommen oder whatever. Das möchte ich jetzt auch nicht, ne? Ja, aber ganz ehrlich, bislang, es, es gab noch keine Entscheidungen, die jetzt irgendwie ein extremes Unglück ausgelöst hätten. Also dass ich zum Beispiel jetzt gestorben wäre oder andere zu Schaden gekommen wären, also durch mich. Ich vertraue mal darauf, dass das auch weiterhin so sein wird. Hoffentlich. Ich bin mir sicher, dass euch das wirklich gefallen wird. Hier, bitteschön. Eine Schleuder. Es ist eine Schleuder! Danke, Michael. Damit können wir die Wachtürme treffen. Kommt schon, lass es uns versuchen. Das wird Ihnen eine Lehre sein. <laughs> alle Einheiten im Sektor 12 sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ich wiederhole... Sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, es muss etwas Ernstes sein. Bewegung! Du hast ihn getroffen! <laughs> ja! Und was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen hier weg. Schnell! Lauf! Oh, den sollte ich besser mitnehmen. What the fuck? What the fuck? <laughs> ähm, ja, ich, ich gehe da mal, ne? Tschüss. Alter! Also, ich dachte eigentlich, Sie würden direkt auf diese hier zielen und schießen. Und nicht, aber ja, mal ehrlich, mit einer Steinschleuder Steinschleudern Typen von dem Wachturm kloppen. Was war das für ein Stein? 20 Kilogramm während der Flugbahn äh, zugelegt oder was? Also naja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Gut andererseits hier vielleicht der Schock, dann stolpert er kurz, ne? also der Schreck, äh, weil er ja damit natürlich nicht rechnet. Man weiß es nicht, aber puh, das war schon ziemlich düster. Ähm, ja Kinder, <laughs> das gibt wohl äh, entweder einen Verweis oder ein Vermerk in der Strafakte. Tut mir leid, aber in dieser Welt sollte das jetzt eigentlich gar nicht so schlimm sein. Ja cool, das heißt wir haben Bahn frei zum Motorrad. Cool. Verdammt. Es gibt keinen Zündschlüssel. Einer der Soldaten muss ihn haben. Das hätte ich mir denken können. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Es wäre zu einfach gewesen. Aber zumindest die Satteltasche. Das wird auch das letzte sein, was ich jetzt mache. Ich bin sehr gespannt, was darin ist. Wie? Was? Hä? Was? Ach, oh, Kunstlederhandschuhe. Aha. Solche Handschuhe tragen Motorradfahrer. Auch wenn meine Hände hineinpassen. Sie sind eigentlich nicht meine Größe. Aha. Strom und so, ne? Handschuhe. Das wird es wohl sein. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber mein Lieben, das teste ich jetzt nicht mehr aus, sondern dann erst beim nächsten Mal. Oh, schon wieder viel zu lange geworden eigentlich. Was heißt zu lange? Aber ist schon wieder recht lang, ja, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Puh, das reicht für heute. Und wir haben ja auch einiges gesehen. Wie gesagt, nicht zuletzt dank euch. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich finde es nach wie vor absolut toll inszeniert. Wie gesagt, leider die Zwischensequenzen sind ein bisschen, mh, also von der Abmischung, von der Tonmischung her. Aber mein Gott, äh, gibt Schlimmeres, äh, würde ich sagen. Ähm, ansonsten. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt und äh, vor allem, wie es sich dann auch auflöst, was Michael betrifft, seine wahrscheinlich Frau, äh, was es mit dieser Zeit-Dingens auf sich hat, mit Reverend Blake. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Falls euch irgendwas ins Auge gesprungen ist, wo ihr sagt, da könnte man vielleicht noch was machen oder dergleichen, gerne wie gehabt, ne, in die Kommentare, bitteschön. Ähm, und dann äh, würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.